Ja, bei LOL hätte sie jetzt schon verloren. Wer hat verloren? Wer hat zuerst gelacht? Ich habe nur gegrinst. Na, also sich geräuspert. Das Spiel, wer zuerst lacht, das ist ganz einfach. Das war der ernste Teil der Sendung. Will ich kann mal gucken, die da. Den zeichnen alle auf. Okay, alles klar. Zeichnen alle auf. Also das war der seriöse Teil dieser heutigen Folge von Jazzrock TV. Ab jetzt wird es nur noch lustig, oder? Zu Gast heute ist, wir hatten ihn alle erkannt, Klaus Fischer. Guten Abend. Hurra! Hurra! Endlich! Alarm. Endlich! Oder wie lang haben wir hin und her? Wir müssen mal was machen und. Weiß nicht, so 30, 40 Jahre wahrscheinlich. Ja, gut, oder? Ja, haben wir eben darüber gesprochen, ich glaube, Vorgründung der Rodger Monotones. Ne? Ja, absolut. Und das ist, wie wir wissen, 45 Jahre. Da haben wir uns verabredet, wir müssen mal bald was machen. Jetzt, hat nicht geklappt bis jetzt. 2023. Naja. Aber du warst ja schon bei uns. Noch im alten Studio. Mit wem eigentlich? Mit wem? Mit Axel Fischbacher. Richtig. Richtig. Oder? Nee. Nee. Mit Rüdiger? Nee. Mit Rüdiger? Doch, mit Axel Fischbacher. Mit Axel Fischbacher. Doch, mit diesem Projekt Electric Dogs. Als irgendwie. Ja, genau. Ja, mit dem. Ja. Ich habe nämlich vorhin auf der Hinfahrt, habe ich überlegt. 30 Jahre. Ja. Nee, und ich dachte auch, das ist doch wohl ganz anders. Das ist doch nicht hier. So, egal. Ja. Jetzt bin ich. Also, haben wir doch noch da in Krefeld oder wo das war? Das Konzert. Heinsberg. Oder Heinsberg. Da die Richtung. Na, wieso? Ja, ja, richtig gut vorbereitet. Ja, wir haben ja jetzt gedacht, dass wir darüber sprechen. Ja, Entschuldigung, ich habe damit angefangen. Also, mit dem war ich schon mal hier, aber ich glaube, das ist auch mindestens 10 Jahre her. Ja, ja, bestimmt. Bestimmt. Mhm. Und dann warst du mit der Sommerplatte bei uns. Richtig, bei den 10 Jahren hast du natürlich mitgespielt. Und das T-Shirt trage ich heute noch. Sagen. So soll es sein. Ja, es war super. Es war eine super Veranstaltung. Wir hatten echt Spaß. Das war echt. Wir konnten selber kaum glauben, wie unfassbar das war, ne? Und wie super alles geklappt hat und irgendwie wie tolle Leute damit gemacht haben. Ey, Moment mal, das war 10 Jahre Jazzrock TV, ne? Ja. Wann war das? Vor 3 Jahren. Dreieinhalb. Warte mal. Nee. 2019 haben wir angefangen. Ja. 2019. Das ist ja so die neue Zeitrechnung. Also es war vor es war, ja, kurz, es war kurz davor. Es muss aber ganz kurz davor gewesen November, sein. November, ja. Im März ging es los. Mhm. Dann war es 2018. 19. Ah, richtig. Nee, nein. Nee, 19. 19 war noch der Lockdown. 2009 war unser Startjahr. 2019 war noch kein Lockdown. Das war Anfang also, 2020. Wir sind sehr gut. Lass uns über was reden. Nein, das war nicht super. Ja? Jetzt war ohne Witz, was ich wissen wollte, ist, wenn das nämlich vor 4,5 Jahren gewesen wäre, oder egal, vor 3,5 Jahren, habt ihr ja bald 15 Jahre Jubiläum. Dann müsst ihr eigentlich nochmal... Wir fangen schon an zu überlegen. Ja. Ich habe eine super Band für euch, Leute. Ich habe eine super Band. Echt? Ja. Macht echt was. Also, kennst du die? Kennst du die? Kenn ich, ja. Ja? Ja. Aber kann man schon wieder Genau, deswegen ist Klaus unter anderem hier. wegen seinem neuen Album Downland. Richtig. Hervorragende Platte, hört rein. Vielen Dank. Gibt 8 wunderbare Tracks. Sehr schönes, also hier Vinyl, ne? Ich bin ja auch riesen Vinyl-Fan. Viel Text und tolle Bilder und super Musik. Also ich war echt, als ich die zum ersten Mal gehört habe und der erste Song fing an, da habe ich gedacht, das habe ich jetzt nicht erwartet. Was zum Teufel, was ist denn hier los? Ja, das ist interessant, ne? Ja, ich kenne dich ja aus den Bandprojekten, wo du spielst und so weiter, ne? Und dass das mit so einer rohen Gitarre anfängt. Dobro, genau, ne? Im Country Blues Style, so fühlt sich das an. Ne? Hier diese Felder, das spiegelt das so ein bisschen wieder, die Atmosphäre. Also ich war echt überrascht. Das ist aber schön. Das war natürlich schon auch ein bisschen Absicht so. Ne? Mhm. Mit der Nummer. Es gibt eine Nummer von Bruce Hornsby, die fängt fast genauso an. Die hat auch so eine, der ist allerdings mit so einer E-Gitarre, auch so ein Slide-Ding, die habe ich vor, weiß ich welche Platte raus, ich weiß gar nicht, welche das ist, Big Swing Face oder sowas. Ich bin großer Bruce Hornsby-Fan. Der hat so, geil, ich stehe ja so auf das Instrument und ich stehe halt auch tierisch auf der Trucks und so, ne? Und das ist halt echt, ich komme auch von der Musik. So. Die hast du auch selber gespielt, die Doku? Ich habe alles auf der Platte quasi selber gespielt, bis auf ein Gitarren-Solo. Und die Keyboards. Ja. Weil ich kann echt, also es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht kann.
Dazu also das gehört ist ja Keyboard. Das, was du gerade sagtest, was dich da beeindruckt hat. Dich hat auch beeindruckt, dass du wirklich da so viel Instrumente spielst. Also auch dann gerade auch Gitarre und Schlagzeug. Mhm. Das hatte ich nicht erwartet. Mir, das hatten viele nicht erwartet. Ja. Aber ich bin jetzt auch, ich hänge das jetzt auch nicht immer so irgendwie eine große Glocke, so, dass ich das mache. Früher, aber dass du eigentlich Gitarrist bist, das hattest du uns schon mal erzählt. Das und dass du dann zum Bass gekommen bist. Ganz am Anfang habe ich mit Schlagzeug angefangen. Und dann habe ich Gitarre gespielt, habe ich sehr viel Gitarre gespielt. Auch viel tatsächlich, als ich jung war, war so ein bisschen so der kleine Typ, guck mal, wie der Gitarre spielen kann. So. Und dann habe ich auch viel Studioarbeit gemacht und so. Und dann habe ich aber später auch viel Studio gemacht mit Schlagzeug, Bass und Gitarre. Das war also auch schon richtig beruflich dann oder so, oder eher so alt... Als nee, wenn man mit 17 großes also, Hobby. Nee, also ich habe damit schon, also ich war mit 17, hatte ich glaube ich meinen ersten professionellen Studiojob so als Gitarrist. Und das weiß ich, und da bin ich ins Studio gekommen und sollte, das war so eine Popproduktion, und da sollte ich ein Gitarrensolo spielen. Ne? Und er sagte, ja, du, ich habe gehört, du kannst das, mach doch, spiel doch mal ein Gitarrensolo. Und ich so, ja, okay, ich habe mal ein Gitarrensolo gespielt. Und sagte, geil, Alter, super. Und jetzt doppelt. So, wusstest du noch, was du gespielt hast? Ich hatte natürlich keine Ahnung. Ich meine, könnte ich heute auch nicht. Und ich meinte, das ernst? Und er sagte, ja klar, das klingt. Das war so, wann war das denn? Das muss auch Anfang der 80er gewesen sein. Da war das so, alles, was gedoppelt wird, klingt fetter. So. Ja. Und dann habe ich den eigentlich, also ich war nach 10 Minuten, hatte ich das Solo gespielt. Und dann habe ich 5 Stunden gebraucht, um dieses Solo zu doppeln. Und dachte, ich bin der größte Versager, dass ich das nicht sofort konnte. So. Aber da ist ja dann die Spontanität weg. Ne? Dann reproduzierst du dein improvisiertes Solo. Ne? Und wie spontan bist du überhaupt in der Musik? Bist du ein großer Planer oder bist du einer, der aus dem Bauch raus viel macht? Ich bin null Planer. Also wenn ich, sagen wir so, wenn ich was baue, so als Schreiner oder sowas, dann bin ich ein großer Planer, dann zeichne ich das vorher ganz genau auf. Aber Musik machen an sich ist komplett, ist ganz viel Bauch. Ganz viel Bauch. Also ich bin kein guter Planer. Nee. Mhm. So, ich bereite mich auch sehr, sehr schlecht vor. Prinzipiell. So. Also das ist natürlich, das hat Vor- und Nachteile. Ne? Mhm. Also es ist oft so, dass ich mir das Zeug auch erst einen Tag vorher angucke und dann manchmal so denke, oh fuck, hättest du mal ein bisschen früher angefangen. Aber ich bin so, ich lasse das gerne auf mich zukommen. Es hat bis jetzt auch immer so einigermaßen geklappt. Ja. Aber dann setzt du dich da hin und sagst, ach, ich könnte mal einen Song mit der Dobro machen oder ja, achso, bei den Platten, das war schon insofern geplant, als dass der tolle Mann von der Plattenfirma, Joachim Becker, der kam dann zu mir und sagte, ja, so ein da spricht so ein bisschen Kölsch, ne, und sagte, Klaus, was hast du denn vorgestellt? Was willst du denn für eine Musik machen? Ich habe gesagt, ja, weiß ich auch noch nicht so genau, weil ich das Problem bei mir ja ist, dass ich wirklich, ich komme eigentlich aus einem Hardrock so. Früher hat man noch nicht Heavy Metal gesagt, das war so. Und spiele aber auch ganz viel, total gerne Pop und Funkzeug, aber eben auch Jazz und so. Und dann war jetzt die Frage, was mache ich eigentlich? Dann habe ich mir überlegt, na, also keinen, oder mit ihm zusammen, da war ja auch ganz wohl keinen bunten Blumenstrauß, so von wegen. So alles auf einer Platte. Eine Platte, wo ich zeige, guck mal, und das kann ich auch, und das kann ich auch, und das will ich auch, und so. Mhm. Sondern, dass wir machen so ein bisschen Themenplatten. Ne? Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich so ein bisschen meine erste Liebe gewesen, ist eigentlich Blues und Country-Zeug. Und da habe ich gedacht, möchte ich ein bisschen in die Richtung gehen, aber natürlich immer verbunden auch mit dem Wissen und so, das ich heute habe. Ne? Deswegen ist das natürlich, ist ja kein Country-Platte, das ist eigentlich Jazz-Rock mit. Atmosphäre, die du am. Genau. Bei Criminal am Anfang. Ja, obwohl ja diese Slide-Gitarre sich ja komplett durchzieht. Ne? Die ist ja tatsächlich, ja, also stimmt, bis zum bitteren Ende auch da drauf. Und Dobro, ich habe auch dann ganz viele Songs auf der Dobro geschrieben, weil ich das, der Sound, der holt einen direkt so in dieses Stimmungsbild rein. Irgendwie. Genau, dass wir gesagt haben, lieber so eine Motto-Platte machen und dann die zweite eben ein anderes Motto. Da würde ich mich dann dem Funk widmen, so richtig. Mhm. Gerade Whitman gesagt, ja. Ne? Whitman. Dem Funk. Whitman. Und, oh Gott. Whitman. Whitman. Guter Name, ne? Das klingt so ein bisschen wie so ein Mafia-Film. Klaus Whitman. Ich dachte, es klingt so ein bisschen wie so ein Mafia-Film.
Whitman. Also auf jeden Fall würde ich mich dem Funk widmen. Das heißt also so richtig, also auch kompositorisch viel einfacher als die Platte, wirklich viel lange Geraden, wie man im Rennsport sagt. Und dann mal gucken. Und dann die dritte Platte wird dann richtig Jazzrock. So. Aber das hast du auch schon alles so im Kopf und so. So einigermaßen, ja. Einigermaßen. Also weil ich ja nicht das richtig gelesen habe, auf der Platte hast du da auch irgendwie ein paar Zeilen zugeschrieben, war das von Anfang an klar, das werden jetzt auf drei Alben. Genau, das war dann einfach, um auch das alles abzubilden, was du da so im Kopf hattest, was du machen wolltest. Oder? Mehr oder weniger alles abzubilden. Also ich hätte auch noch dort voll Bock auf eine Metal-Platte. Aber das haut in dem Kontext auch mit der Plattenfirma und so gar nicht hin. Und ich glaube auch, dass braucht doch keiner. Und das muss dann auch wirklich mit Gesang sein und so. Und das ist... Nee, genau. Deswegen, das war schon der Plan, ja. Ja, cool. Aber du sagst, du bist daher gekommen, da, aus der Gitarrenzeit dann auch? Genau. Da habe ich, war halt Mörder AC/DC-Fan und dann 10 Years After, kennt ihr noch, Alvin Lee und so. Mhm. Und darüber, da habe ich dann viel so Südstaaten-Zeug gehört, Dickie Betts and Great Southern und ZZ Top und... Genau, und dann Lynyrd Skynyrd, und also so ganz viel so Südstaaten-Rock habe ich gehört, und dann ging es aber weiter noch so ein bisschen so Richtung Albert, ich habe heute einen Namen, Sänger Albert. Blues-Gitarrist. Albert King nicht? Albert King gibt's auch. Ist ja doch King. Ja, der die Clamp so auf der Seite hängen hatte nur. Benny King, Albert King, und dann gibt es noch einen dritten King, auch ein guter Blues. Ich weiß aber nicht, ob er King hieß. Egal. Auf jeden Fall so richtig so Blues-Zeug. Das fand ich immer total geil. Das hat mich immer. Ist eigentlich bis heute für mich so, dass, wenn da nicht irgendwie Blues drin ist in der Nummer, dann erreicht es mich nicht wirklich. Nee, es muss irgendwie immer so. Aber das ist ja auch irgendwie das Coole, dass in den ganzen Stilen irgendwo ist immer, also kannst irgendwie ist überall Blues drin, oder? Ob du Funk spielst oder ein Jazz oder. Also die ganzen Musiken, die ich geil finde, da ist immer irgendwie Blues drin, auf jeden Fall. Ja. Oder kommt zumindest dahin. Ja. Ja, das ist bei mir so aus der Zeit. Hat mich auch nie verlassen. Ja. Aber wie kam dann der Schritt von Gitarre dann von der Richtung zum Bass und dann breiter irgendwie musikalisch? Ich habe, das ist ganz interessant, ich habe dann angefangen, andere Musik zu hören, weil ein Freund von mir, der hat mir Earth, Wind & Fire vorgespielt, und das kannte ich bis dahin, das habe ich schon mal in irgendwo erzählt. Ja, egal. Trotzdem, und das hat mich so weggebeamt. Ich dachte, das ist geil, so ganz andere Grooves und Harmonien und so. Und dann bin ich dann so ein bisschen in diese Jazz-Ecke gekommen tatsächlich, also wo mehr passiert. Und dann habe ich eine Larry Carlton-Scheibe gekriegt. 335, ja. Genau, 335. Room 335, genau. Und die habe ich dann, oder 335, ne? Aber egal. Die habe ich dann rauf und runter gehört. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt möchte ich so eine Musik machen. Jetzt war aber das Problem, dass die Leute, mit denen ich damals spielte, das nicht konnten. So, ne? Und das dann auch leider oft am Bass scheiterte. Und dann sagte irgendeiner... Da warst du noch der Larry in der Band. Da war ich der Larry, da war ich der Gitarrist in der Band, genau. Und dann sagte irgendeiner, ja, dann spielst halt selber, du Arsch. So. Ich dachte, du musst das doch so und so spielen, dann spielst halt selber. Und dann habe ich mir einen Bass gekauft tatsächlich, weil auch der Schlagzeuger, mit dem ich früher viel gespielt habe, Guido Jürs, der heute auch in der SWR Big Band spielt und so, ein super Musiker, der sagte, du musst dir einen Bass kaufen, mach du das mal. Und dann habe ich mir einen gekauft, den damals den ersten Fünfseiter Deutschlands bestellt bei Music City hier noch. Da gab es den noch in Köln. Die mussten den halt importieren dafür. Und dann sofort, geil. Das ist eigentlich genau mein Instrument. So. Das war mir vorher gar nicht klar. Und das hat auch sofort eigentlich alles funktioniert. So. Das hat gut geklappt und es klang geil. Und, ja. Das ist so meine, also die Rolle von Bass in der Band ist für mich einfach auch die geilste Rolle, die man haben kann. So. Ja. Und das klingt ja dann auch so, hast du das dann selber beigebracht? Oder hast du dann gut Gitarre spielen? Gitarre habe ich mir auch selber beigebracht. Also ich habe mir eigentlich alles selber beigebracht, weil ich bin aber auch so ein Typ, also da möchte ich auch gar nicht für werben, dass man das machen sollte. Das muss jeder so für sich entscheiden. Es gibt Typen, die, das ist cool, wenn, ich habe mir die Einflüsse irgendwie anders geholt, aber ich
war immer so ein bisschen störrisch. Ich habe mir auch nichts sagen lassen und so. Und das ist mein Vater auch damals gesagt, nee, Junge, geh mal nicht studieren, spiel, geh nur mal spielen. Das ist mehr dein Ding, studieren ist nicht dein Ding. Ja. Aber das ist das genau das Ding, was wir letztens ein paar Mal jetzt hatten in der Folge oder auch so, wo dann immer rauskam, nicht so viel irgendwie Skalen und Dings, sondern einfach die Titel spielen. Einfach spielen, 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 Titel spielen und darüber kriegst du das Verständnis, ja, mit Marius wie Musik funktioniert, wie es harmonisch funktioniert, ja. Statt das von so einer theoretischen Seite an. So nach dem Motto, erst lerne ich irgendwie, wie alles zusammenhängt und dann fange ich an, Titel zu spielen. Naja, das ist ja, das, also im günstigsten Fall geht es ja, gleichzeitig. Ne? Ja. Also man kann das ja lernen und die Titel spielen. Aber das ist wirklich bei jedem unterschiedlich. Mhm. Also für manche ist es super, wenn es einen guten, man muss ja auch einen guten Lehrer finden. Das, aber das war damals natürlich auch gar nicht so einfach. Heute kannst du ja 1000 Videos angucken und so. Und das war, ich meine, ich kam da aus Leverkusen und dann gab es die Musikschule. Und bin da auch mal zum E-Gitarrenunterricht gegangen. Meine Mutter dachte also, Junge, das muss halt auch mal lernen. Und das war dann so ein Lehrer, da passierte gar nichts so. Da war ich, glaube ich, zweimal hingegangen oder dreimal. Und dachte ich so, dann gehe ich wieder nach Hause irgendwie. Aber für manche Leute ist es super. Ich kenne ganz viele ganz tolle Musiker, die studiert haben, die sagen, es war super für mich. Ne? Ich hatte einen super Lehrer und so. Und ich bin halt so der Forscher. Ich gehe lieber in den Keller und fummel das für mich alleine raus und habe mir dann halt die Platten aufgelegt und habe alles rausgehört. Was natürlich super ist, weil ich dadurch mein Gehör auch tierisch trainiert habe. Mir hat es keiner gezeigt, ich muss mir das alles raushören. So. Aber wo du gerade sagst, deine Eltern, haben die dann nicht irgendwie, als das sich so Gitarre und dann kam der Bass und er hat nicht irgendwann gesagt, so, willst du vielleicht irgendwie Lehre machen oder so, was Hübsches? Ja, klar. Ich wollte ja auch gar nicht Musiker werden. Also ich habe ja, mein Vater war Architekt und ich fand das eigentlich total geil und dachte eigentlich auch, ich werde Architekt. Und dann habe ich eine Schreinerlehre gemacht. Allerdings erst mit 20 habe ich natürlich schon lange auch Musik gemacht und so, aber ich dachte, ich mache das so und Schreiner fand ich auch richtig geil. Und ich wollte nach der Schreinerlehre eigentlich Architektur studieren, auf der FH und so. Und das war gar nicht mein Begehr, Musiker zu werden. So. Mir hat Musik unheimlich Spaß gemacht, aber ich habe auch viele andere Sachen, die mir unheimlich Spaß machen. Mhm. Und ja, ist ja auch kein Karriereweg, der so klar vor einem liegt. Nö, ja gar nicht. Nee. Wie verdiene ich dann mein Geld? Ja, vielleicht mal, du warst als junger Kerl im Studio, klar, wusstest du, da kann man Geld verdienen. Ja. Aber ist das jetzt was, was du 20 Mal im Monat machen kannst, um gut über die Runden zu kommen? Oder ne, und Live-Musik? Ja, man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, wohin die Reise geht. Klar, wenn du dann die Köln Arena voll machst am Ende, dann verdienst du Geld, ist jedem klar. Aber ja, du bist im Jazzclub um die Ecke, ne, und so, also das ist alles unwahr. Ja, eben, keine Ahnung. Und das war, also wir reden da jetzt wirklich über 1983, 84 so. Und da konntest du dir ja auch nichts mal angucken oder mal eben an jemanden fragen oder so. Das war ja überhaupt nicht. Und ich weiß, als ich dann irgendwann dachte, okay, ich studiere Musik. Okay, komm, ich mach das jetzt. Da war das dann, als mein Vater gesagt hat, nee, lass mal, das ist nichts für dich, das ist Quatsch. Also ich unterstütze dich. Der hat auch gemerkt, ich habe Talent dafür irgendwie. Ich unterstütze dich so ein bisschen, aber nicht, wenn du studierst. Aber gab es dann so einen Auslöser, dass du dann gesagt hast, okay, dann doch Musik statt die Schreinergeschichte? Irgendwie eine musikalische Konstellation? Oder ja, es gab so ein paar Sachen, die haben sich dann durchgezogen. Also ich bin dann irgendwann, ich weiß, der Norbert Scholli, den kennt ihr ja auch, ne? Mhm. Der hat damals bei mir angerufen und hat gesagt, ey, ja, du spielst ja jetzt Bass, hast du Bock bei mir in der Band zu spielen? Und dachte so, ja, mache ich, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich kann keine Noten lesen, ich weiß nichts, ich bin also ein Rocker. Ne? Und sagte, ja, ist egal, wir machen das schon. So. Und dann habe ich direkt mit den ganzen Jazzcats zusammengespielt, so. Und das hat mir so einen Spaß gemacht. Und da habe ich dann gemerkt, ah, Moment mal, irgendwie, obwohl ich keine Ahnung habe, also wirklich, ich habe noch nie Bassnoten gelesen vorher, gar nichts. Aber irgendwie ging das so, total leicht und das waren auch komplizierte Stücke. Und ich merkte, dass das echt gut ist und dass ich selbst mit den Jungs, die schon seit 10 Jahren studieren und alles so, ne, also schon richtig, dass das aber irgendwie dann auch relativ locker alles ging. So. Und dann habe ich gedacht, okay, scheint doch irgendwie was zu sein, was mir irgendwie in die Wiege gelegt wurde. Ja.
Und da habe ich dann wirklich mehr drüber nachgedacht. Da habe ich mit der Frank-Band unterwegs. Da war ich aber immer noch so, dass ich dachte, ah, vielleicht doch auch eher auf dem Bau arbeiten und so. Weil es mir auch wirklich, also sowas wie Schreiner macht mir auch richtig Spaß. Ne? Also ist jetzt nicht. Aber bis heute, ne? Hast du mal erzählt, dass wir. Ich mache immer noch alles selber und so. Und ja. Es ist immer, also ich liebe so Handwerk. Handwerk liebe ich total. Und ist ja Musik eigentlich auch so ein bisschen. Und dann war ich mit Chaka Khan unterwegs tatsächlich irgendwann und dann dachte ich so, jetzt komm, wenn ich jetzt, alter Mann, da. So, ne? Was brauchst du denn noch für Signale, so dass das irgendwie einigermaßen funktioniert? Ist das 90er Jahren? Das war Anfang der 90er, genau. Ich weiß, da war ich 26, 27 oder irgendwie sowas und dann dachte ich, okay, dann. Ja. Wie ist das passiert? Wie die Kontakte dann? Irgendwer hat mal gesagt, ja, irgendwie. Die hatte ihren Typ, hieß der Harold, ihren deutschen Mann. Und da hatte die öfter mit deutschen Musikern zu tun. Und darüber kam das. Okay. Und dann sagte er, brauchst du aber mal durch. Ich weiß doch, wie der mir das sagt. Ja, ist natürlich schon eine Hausnummer. Brauchst du mal einen richtigen Bassisten. Ja, und ich habe mich auch prima mit der verstanden. Das war echt toll. Mhm. So, ja. Ja, man dachte, ich habe dieses Rufus in Chaka Khan Doppel-Live-Album, das habe ich. Tot gehört, also so hat es geliebt damals. Ich habe die da auch. Ich habe mich gedacht, das gibt's überhaupt nicht, ey, die Olle. Und vor allen Dingen, ich meine, das ist ja nicht so, du spielst dann halt mit der und die singt halt wirklich so, ne? Ja. Das ist ja so, dass du denkst, das ist jetzt nicht irgendwie getrickst oder so. Nee, genau, die steht einfach, ich weiß noch, wir haben, ich weiß nicht mehr, wo wir der gespielt haben. Das erste Konzert, was wir zusammen gespielt haben, war in Athen. So, da dachte ich schon. Du fliegst nach Athen, probst mit der Uschi und singst und spielst dein Konzert. Und dann waren wir noch irgendwo alle möglichen Konzerte gespielt und dann irgendwo, weiß ich, dann habe ich mal drauf geachtet, so dann stand die bei I'm Every Woman, ne, eine meiner Lieblingsnummern, dann steht die einfach auch so anderthalb Meter vom Mikro entfernt und schreit diese Nummer. Ne, und oh, das ist Urgewalt. Ja, die hat auch so einen ganz speziellen Sound in der Stimme, den ich so mag. Ne? Bis heute, ist Wahnsinn. Ja. Hör mal, sollen wir ein bisschen Klaus Fischer Musik machen? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir eben über die Doro gesprochen. Mhm. Hören wir mal rein, oder? Ja, total gerne. Dass wir, wenn das mit der Technik jetzt klappt. Soll es denn gehen? Criminal, ne? Suchen. Ist doch schon klar. Thank you.
Ja, Ehre, du hast zu Anfang erzählt, du hast fast alles alleine gespielt und hast aber ein paar Gäste da gehabt. Ja. Kannst du dazu noch ein bisschen erzählen? Wer war also ursprünglich, ja, also bei der Nummer, die wir gerade gehört haben, war Don Grusin an Keyboards. Mhm. Den Rest habe ich gemacht. Das ist ein alter, tatsächlich ein alter Buddy. So, wir haben schon viel zusammen gespielt und kennen es jetzt seit 10 Jahren, knapp 10 Jahren, glaube ich. Und ein richtiger Kumpel geworden. Und ich finde den einfach, also ich finde ihn als Typ und als Musiker Wahnsinn irgendwie. Ja. Und ich habe halt jetzt bei der Nummer, die war auch so ein bisschen tricky, also die hat fast am längsten gedauert, die Nummer, weil ich, die klang nicht sofort so, wie ich sie mir vorgestellt habe im Kopf. Und da musste ich erstmal überlegen, warum eigentlich. Und dann habe ich so ein bisschen hin und her probiert, aber jetzt zum Schluss hat sie so geklungen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber du hast ja alles selber gespielt. Ich meine, jetzt setze ich ja nicht zu Hause hin und jams einfach, bis die Nummer funktioniert. Das muss ja dann irgendwie alles. Hast du angefangen und wie hast du es übereinander gepackt? Also wenn ich produziere, da hatten wir ja vorhin, bevor die Kameras liefen, schon angefangen drüber zu reden, so wie man produziert und so. Ne? Und ich mache das eigentlich auch so, dass ich beschränke mich von Anfang an. Das heißt also, ich benutze nicht mehr als 16 Spuren zum Beispiel. Jetzt bei so einer Produktion. Oder wenn ich als Produzent arbeite für Popproduktion, sage ich auch oft, je nachdem, was es für einen Umfang hat, das Werk, nicht mehr als 24 Spuren, weil ich möchte nicht, dass so viel Information da aus den Boxen kommt, dass die keiner mehr verarbeiten kann. Mhm. So. Und dann habe ich die Nummern aber eigentlich fertig, bevor ich anfange, die aufzunehmen. Weil ich stehe überhaupt nicht drauf, so mal irgendwie sowas aufzunehmen und dann so ein bisschen drin rumzufummeln und dann wieder noch ein Stückchen dran, weil dann ist das immer so ein Stückwerk. Und ich habe die dann schon in der Regel so im Wohnzimmer ich habe so eine ganz kleine Gitarre, mit der mache ich am meisten. Oder eben jetzt bei der Platte auch oft mit der Dobro habe ich die Nummern dann eigentlich schon fertig im Kopf. So. Das heißt, du machst die auf der Gitarre, fängst du an, kommt die Idee, ich schreibe, machst du hier quasi im Kopf fertig. Genau. Und dann schreibe auch schon mal was auf dazu und so und dann gehe ich. Also im Prinzip ist es ja klassisches Songwriting, ne? Eigentlich ja. Früher, bevor die digitale Welt aufkam, haben die sich ja auch hingesetzt, die Beatles haben die Songs zu Hause. Ja, ich bin ja auch, ich meine, ich komme. Und dann sind sie ins Studio gegangen. Exakt, und ich komme ja auch aus der Zeit. Und ich finde es super. Ich habe natürlich auch die Phasen gehabt, wo wir da alle irgendwie Logic hatten und Pro Tools und so ein bisschen Stückwerk und habe dann auch gemerkt, da fummelt man sich dumm und dämlich und irgendwie kommen aber keine Songs dabei raus. Das ist dann immer irgendwie geiler Beat, geil irgendwas, aber das ist nie in sich geschlossen. Eine Welt voll unzähliger Möglichkeiten. Ja, da findest du da noch einen Sound, da noch einen Effekt-Plugin und dann fängst du an Producing und Composing oder Komponieren zu vermischen. Ja, beziehungsweise man komponiert gar nicht mehr. Man produziert nur noch. Das ist aber auch kein Song, weil das Schöne ist ja, dass dann halt nur mit Gitarre funktioniert, mit voller Band funktioniert, vielleicht mit sogar so einem Orchester funktioniert. Das weiß man natürlich. Das war dann natürlich spannend. Also als ich das dann fertig aufgenommen habe, wir haben ja dann letztes Jahr, ich muss ja schon sagen, letztes Jahr, wir haben ja jetzt 23, haben wir ein paar Release-Konzerte gespielt und dann war das im ersten, jetzt in Köln, da war das erste Mal, dass wir das mit einer Band gespielt haben. Das ist ja auch immer noch mal gucken, wie man das umsetzen kann, so, ne? Aber da gehe ich so dran, dass ich das fertig habe mit der Gitarre. Ich habe das auch teilweise aufgeschrieben, um mich halt auch wirklich zu erinnern. Ne? Mhm. Und dann gehe ich ins Studio, habe dann schon genau im Kopf, wie es klingen soll, welche Instrumente. Und dann mache ich einen Guide-Track mit der Gitarre zum Klick und vielleicht auch mal ein bisschen Bass dazu. Aber Bass habe ich meistens erst ganz am Schluss gespielt. Und dann habe ich Schlagzeug gespielt. Immer weil ich schon wusste, wie es klingen soll. So. In der Regel ist das Schlagzeug dann auch schon geblieben, bis zum bitteren Ende. So. Manchmal habe ich dann gemerkt, als ich so 2, 3 Instrumente gespielt habe, wenn ich die so drauf gespielt habe, merke ich, dass ich es eigentlich hätte anders spielen müssen. Dann habe ich es nochmal aufgenommen. So. Aber es war tatsächlich nur in 2 Fällen so. Ja. Das ist ja auch nicht einfach, ne? Sich selber zu produzieren. So gerade die Reflexions- Geschichte, die du erzählt hast, ja, man hört dann und denkt, ist es noch nicht. Ne? Und du bist der Musiker und der Produzent, also das ist auch nicht so, finde ich. Ja, ich weiß. Ja, ich habe ja viel auch als Produzent gearbeitet und ich habe dann, glaube ich, vielleicht mir aus der Zeit das geholt, dass ich wirklich so eine klare Vorstellung habe,
wie was klingen soll und die Instrumente oder das Spielen dem untergeordnet habe. Also ich habe das jetzt nicht zerfleddert dadurch, dass ich Bock hatte, oh ja, yeah, geil, ich will da jetzt noch ein schnelleres Solo spielen oder so. Sondern es war mir vorher schon so ein bisschen klar, wie ich das mache. Dennoch ist es natürlich so, die Gefahr, die dann bei dem Album war, das dachte ich dann auch, ja, mal gucken, wie das wird. Wenn man nur sich selbst die ganze Zeit befruchtet, so, ne, dann ist das natürlich schon mal so, weiß ich ja dann gar nicht, vielleicht ist das ja auch total kacke, so, ne. Vielleicht ist man auch in so einem Tunnel drin, dass du denkst, ja, ja, dann bist so, du nachher fertig und dann hörst du es dir komplett an oder spielst du jemanden vor und der sagt dann, ja. So, und pass auf, dann habe ich nämlich das Zeug so gehabt und dann weiß ich auch, war der erste, war, die erste Nummer, die ich eigentlich geschrieben habe für das Album, war Downland, also war das der Titeltrack. Und habe ich dann fertig gemacht soweit und dann habe ich das dem Florian Ross geschickt. Ne? Florian Ross ist ein Kölner Jazzpianist, der auch viel arrangiert für WDR Big Band und so. Der weiß alles, der Typ. Das ist so ein Mastermind. Das ist so ein Mastermind. Und von dem haben auch alle Schiss. Mit völligem Recht, weil der natürlich, der hört was und weiß sofort Bescheid. So. Und aber super lieber und lustiger Typ und ein Kumpel, aber dennoch. Weiß ich, wir hatten öfter mal so Konzerte, wo wir hinterher alle einig waren, wenn wir mal irgendwas haben, den Florian schicken wir das nicht. Ne? Weil wir wollen nicht, wollen nicht wissen, was der da über das Zeug denkt. Dann dachte ich aber jetzt, unglücklicherweise hatte ich ihn aber gefragt, weil ich ja tierisch drauf stehe, wie er spielt, ob er da nicht Keyboards auch spielt. Jetzt beinhaltet das natürlich, dass er die Musik hört. Jetzt habe ich ihm das geschickt und dann hat er mir aber sofort zurückgeschickt und hat gesagt, total geil, ich will nur noch auf deinen Platten spielen. So. War, glaube ich, war so halb gelogen, aber ich weiß, was er sagen wollte. Das hat ihm gefallen. Dann dachte ich so, oh, was für ein Glück. So, ne? Das hättest du gemacht, sonst hättest du alles eingestampft. Ja, also, weiß ich nicht. Also, da habe ich für sowas habe ich nie einen Plan B, aber ich, also, hat geklappt. Keine Ahnung, was ich gemacht hätte. Wenn er gesagt hätte, oh Alter, puh, das stinkt. Ja, aber Klaus, du... Ja, genau so. Nein. Lustig, Klaus. So, jetzt schick mal den Track. Noch mal 1. April. Was aber du hast ja genügend Erfahrung. Du hast ja auch guten Geschmack. Du hast viel Musik gemacht, unterschiedlicher Art. Und du weißt schon, wenn es klingt gut. Ja, ja, also das war jetzt keine Kacke oder so, klar. Aber dennoch ist es natürlich dann immer so ein bisschen. Ich hab tatsächlich noch nie, also ich habe schon auch mit Funk Guerilla zum Beispiel, das war ja auch so ein Ding, das ich mit Cosmo Klein zusammen gemacht habe. Oder wenn ich als Produzent gearbeitet habe mit Angelo Kelly oder Gregor Meile oder so, dann arbeite ich mit Künstlern zusammen. So, dann sind das immer mehrere Leute, die Entscheidungen treffen. Und aber so komplett für mich, das alleine, so komplett für mich alleine zu machen, das war schon, da war ich mir nicht so sicher. Da war ich nicht so sicher, ist das wirklich geil? Oder finde nur ich das geil oder ist das vielleicht irgendwie echt komisch? Und ja, da, aber es hat... Ja, ich glaube auch, das ist natürlich schwierig, so einen Maßstab anzulegen. Und wir hatten schon mal mit jemandem das Gespräch über wann, der auch so eigentlich gearbeitet hat. Wann weißt du, jetzt ist der Song fertig? Jetzt brauche ich nichts mehr. Zutaten sind alle da. Jetzt mische ich das noch ein bisschen. Dann weiß ich, jetzt ist er fertig. Hast du da so einen Impuls, der dir sagt, der braucht nichts mehr, das ist alles gut? Ja. Oder sitzt du auch beim Fertigen, beim Mischen nochmal da und sagst, ach komm, ich spiele ja nochmal da an der Stelle nochmal was und da. Eigentlich nicht mehr, nee. Also das ist so ein, zweimal passiert, dass ich dachte, die Gitarre war echt scheiße gespielt, Alter. Das muss ich nochmal eben neu machen. Aber das war eine Korrektur. Das war eine Korrektur, aber jetzt nochmal was dazu, eigentlich nicht. Und ich habe jetzt bei der Platte auch total drauf geachtet, gar nicht, die ist ja kaum gemischt. Also ich habe das Zeug so versucht, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, das Zeug so aufzunehmen, wie ich es hören möchte. Ich habe im Schlagzeug unheimlich viel Mikrofon rumgedreht und gemacht und es gibt ja die lustige Wurst. Kennt ihr das? Ne? Das Mikro, was hier so von, das quasi nennt sich Wurst. Das ist so ein Mikro, das steht quasi, einfach nur ein Mikro, das steht quasi so mitten im Schlagzeug. Ach so. Das ist so und ein bisschen, alles auf, oder? Ja, genau. Das ist so ein bisschen da, das Mikro repräsentiert so ein bisschen das, was man so als Schlagzeuger hört. Ne? Und ein bisschen hin und her geschoben und gemacht und aufgenommen und direkt so beim Abhören gedacht, okay, jetzt klingt es so, wie ich mir das vorstelle.
Und so habe ich das eigentlich mit allen Instrumenten gemacht und habe dann hinterher eigentlich kaum noch was gemischt. Ich habe dann nur so ein bisschen Pegel, nötige Sachen beim Overhead so ein bisschen Bass abgesenkt und so. Das mit da wird es ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen so das Panorama geschoben. Ansonsten ist da kaum was gemacht irgendwie. Bist du da auch mit dir selbst, bist du ein geduldiger Mensch beim Aufnehmen? Oder wenn du so Mikrofone ausprobierst, kannst du das so über Tage machen? Oder denkst du mal nach 2,5 Stunden, jetzt muss es doch mal klingen? Also, sagen wir mal so, ich finde, wenn es nach 2,5 Stunden klingt, dann war ich schon sehr geduldig. Also, ich finde, das ist eine interessante Frage, weil ich bin eigentlich ein total ungeduldiger Mensch, aber ich finde da jetzt 2,5 Stunden ist schon sehr, das ist doch schon, finde ich jetzt schon geduldig, so, für meine Verhältnisse. Gibt vielleicht Leute, die reden da tagelang rum, das weiß ich nicht. Also der Vorteil war, dass ich zwischendurch immer wieder auch gearbeitet habe und dann habe ich eine Fernsehsendung gehabt und so und musste das dann Zeug dann auch mal 2 Wochen liegen lassen. Das heißt, das ist dann immer ganz gut, wenn ich dann wieder dran gehe und feststelle, ah, nee, nicht so geil, ich muss doch nochmal irgendwie so ein bisschen anders drehen oder so. Ne? Aber das war alles, glaube ich, im Lockdown dann, also in Corona-Zeiten, oder als du die Aufnahmen alles gemacht hast? Mhm. Ja, aber das war ja so nicht geplant, das kam dann, war dann jetzt Zufall oder war das auch so ein bisschen so ein Treiber, das dann umzusetzen? Das war ganz klar der Auslöser. Also es war der Lockdown und ich weiß, ich hatte 8 Touren geplant mit Bill Evans und Wolfgang Hafner und mit Angelo natürlich, fette Hallentour wieder mit Westfalenhalle und so. Das ist alles abgesagt worden und ich saß dann da natürlich und weißt du, habe ich mit Hanno Busch auch darüber gesprochen, was machen wir denn jetzt so? Und ich dachte, jetzt mache ich es endlich, das Album. Und dann haben auch alle sofort gesagt, mach es jetzt. Wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie wieder. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt einfach an, ich mache das jetzt. Habe den Plattenfirmenmenschen angerufen und habe gesagt, ich will eine Platte machen. Er hat gesagt, ja super, machen wir. So. Und das war ganz klar der Auslöser. Sonst hätte ich mich für mich war die Pandemie eigentlich ein Segen, weil ich vorher so viel gespielt habe, dass ich mich im Kopf und Kragen gespielt hätte, glaube ich. Ich war so viel unterwegs, dass es war einfach zu viel. Und das war eigentlich ganz gut. Also von zu viel hin und her und keine Ruhe mehr finden? Oder? Genau, ja, zu viel unterwegs einfach. Ich meine, ich bin schon mein Leben lang viel unterwegs, aber da war ich in so einem, ich weiß nicht, in so einem Tourneetunnel. Wirklich von einer Tour in die andere. So ein Aufziehhase. Ja, genau. Gut geswitcht auch so. Das Repertoire, wenn du mit Larry Carton spielst und gehst dann eine Woche später mit, weiß nicht, Angelo los und das kriege ich gut getrennt. Das kriege ich gut getrennt. Also es gibt, ich habe dann oft so Notizen dabei auf der Bühne, ne, weil es so, weiß nicht, so viele Repertoire komplett auswendig ist, je nach Musik auch schon mal schwierig. Aber das ist eigentlich schon. Mhm. Ja. Das ist auch ein super Gedächtnis dann, oder? Für Musik. Geht so. Also es funktioniert irgendwie so. Ne? Also ich glaube schon, dass ich mir relativ viel Musik merken kann, aber wie gesagt, bei manchen, zum Beispiel mit Simon unterwegs bin, die neue Platte, es sind so viele verschiedene Harmonien. Puh, ich habe, also das meiste habe ich schon im Kopf. Und ich glaube, ich könnte das auch alles so spielen, aber ich habe da zur Not, habe ich unten immer noch mal so psychologischen, so dass ich mal kurz gucken kann. So, ja. Aber tendenziell geht das schon ganz gut, ja. Ja. Also auf jeden Fall war die Pandemie da für mich echt eine Rettung, dass ich dann mehr zu Hause geblieben bin. Und ich hatte im Gegensatz, viele haben ja gesagt, oh, dann saßen wir so zu Hause und hatten nichts und haben uns gelangweilt. Das ist bei mir nicht so gewesen, weil ich ja Kinder habe und dann waren die Kinder auch nicht in der Schule und dann. Ja, ist genug los. Ne? Ja, es war echt. What? War richtig viel los. Und dann hatten wir auch diese Let the Music Play, das war. Waren ja, da haben wir so 100 Sendungen die gemacht. Staffeln, ne? Wie viele Staffeln? Oder, es waren 2 Staffeln, aber ich glaube, es waren das 100 Sendungen? Irgendwie sowas. Ja. Ich habe da einiges von gesehen. Ich fand das so krass, irgendwie dann, wie viele Titel da in einer Sendung, alles so angespielt und oder dann auch so. Wie ihr die auch gespielt habt. Ja. Also die klangen ja dann wirklich sehr nah am Original. Das ist Brett ja, Band. Ja. Ja. Aber auch dann dieses Verwursten dann, wo dann irgendwie das jetzt als Reggae oder in Dings und dann. Ja. Muss man aber zu sagen, ist Wolfgang Dahlheimer, der sich da auch echt den Wolf geschrieben hat. Ne? Da hatte ich ja zum Glück, da war ich ja nur als Musiker engagiert irgendwie.
Und der hat geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Ne? Aber echt toll gemacht, eine super Band. Ja. Und mit der konnte man das auch echt rocken. Irgendwie. Der Schlagzeuger. Hat er bei dir in Köln gespielt oder hat er die ganze Tour gespielt dann von den Gigs? Die der Moritz, genau, der hat ja da, den habe ich ja da kennengelernt, ne, bei, der, bei dieser Fernsehsendung. Und der spielt jetzt bei mir fest in der Band, ja. Super. Das erste war in Köln und da waren alle noch so, oh Gott, keiner konnte das Zeug. Wir hatten nämlich nur einen Nachmittag, um das zu proben. So, ne? Aber das ist echt das nicht war, so das einfach. War, also ich glaube, das hat man da im Publikum auch gemerkt, ne, wie die ganzen Leute. Ja, es war, das kam beeindruckt waren, was ihr da geboten habt. Oder ja. was da, was also wir haben dann nachher noch zwei Tage in Berlin gespielt und am dritten Abend waren wir dann so weit, dass wir sagten, so jetzt können wir es spielen. So, ne? Und dann war erst so wieder Feierabend, weil dann jeder so die anderen Touren gespielt hat. Aber wir haben, ich habe eine Tour im Herbst geplant und das wird richtig schön. Ja. Und welches Instrument spielst du dann auf der Bühne? Bass. Nee, ich habe irgendwie, also auf der Bühne, ich weiß, würde mir jetzt gar nichts anderes. Also Gitarre habe ich auch oft noch gespielt in den letzten Jahren, aber es macht mir Bass am meisten Spaß. Und das ist auch, glaube ich, das, was, ich meine, die meisten Leute kennen mich ja schon als Bassist so. Und dann ist das schon auch das, was ich da am liebsten mache, glaube ich. Und zumal, Ich finde, der Hanno, ne, der spielt da ja Gitarre. Wenn der Hanno, oder könnte genauso gut der Bruno spielen oder so. Ne, aber das ist jetzt so, wie also das sind ja auch so Entscheidungen. Ich habe mit Hanno lange in seinem Trio gespielt. Das Trio gibt es jetzt in der Form nicht mehr. Jetzt hätte ich mit Hanno keine Band mehr gehabt. Mit Bruno bin ich ja gerade mit Federation of the Groove auch nächste Woche wieder ein bisschen auf Tour und so. Dann liegt es nahe, dass Hanno dann in der Band das spielt. Und warum soll ich dann da Gitarre spielen, wenn da Bruno oder Hanno Gitarre spielen können, weißt du? Gibt es einfach keinen Grund. Und Schlagzeug, wenn Moritz Müller trommeln kann. So. Ne? Und dann spiele ich wirklich am liebsten Bass. Ja. Aber du hattest ja eben angefangen zu dem Thema Gäste auf der Platte. Das waren dann schon, Simon hast du ja auch schon gesagt. Nee, das sind dann schon so die aus deinem engeren... Na klar. Preis, ja, ja. War dann klar, dass dann auch die Freunde da mitmachen. Ja, Freunde und die Leute, die ich gut kenne, von denen ich auch weiß, wie sie spielen und was sie da alles machen können. So genau. Florian Ross, der jetzt auch bei mir in der Band spielt, das ist eine schöne Grätsche, weil der Florian, der kommt ja so komplett aus dem Jazzbereich. Fand das dann aber Downland, die Nummer, die können wir ja vielleicht noch mal hören, wenn er Bock hat. Machen wir gleich. Die hat er sofort verglichen mit James Taylor. Was ich nicht verstehe, aber das war für ihn so ein bisschen so die Assoziation. Ne? Da war ich ganz froh, weil er ja schon so ein richtiger Jazzhead ist. So, ne? Und das ist eine lustige Kombi, er und Moritz Müller im Bandbus. Das ist sehr, sehr lustig. Kommt, hören wir mal rein. Die kommen ja aus komplett unterschiedlichen Ecken, aber haben denselben Humor und kochen gelernt. Gern. Thank you.
Ja, lass uns über alles reden. Also auf dem Song habt ihr jetzt auch noch eine Fiddle gehört, die hat gespielt. Ja, Tom Callister. Tom Callister. Den kenne ich über Angelo tatsächlich. Also wir spielen, wenn wir mit Angelo unterwegs sind. Aus Irland. Dann. Aus Irland. Ja, die kommen aus der Gegend. Also Isle of Man da oben und so. Und Schottland, also der Tom Callister zum Beispiel, der kommt von der Isle of Man, aber wohnt in Schottland. Mhm. Ist ein Typ, der ist ein bisschen so groß wie wir etwa. Also ziemlich groß. Wiegt bestimmt 160, 170 Kilo. Ein Vollbart und rot ein Vollbart und so ein Typ, der trinkt auch 6 Guinness hintereinander und zwar solche. Ja. Und der spielt halt Fiddle. Ne? Ja. Das ist so ein richtiger, so ein Wikinger. Und dann seht ihr ja ein Foto, da sieht er so ganz lieb aus. Die Fiddle ist halt. Ist noch jung. Ne? Der ist Mitte 20. Ja, ich habe jetzt einen älteren Mann vorgestellt. Nee, der ist Mitte 20. Wird beschrieben, was so ein Typ, so ein Bart. Ja, aber eben, der ist noch jung. Das ist noch richtig, wie der man sich alte Mann das Meer. Schotten vorstellt. Oder Isle of die Manx heißen, die nennen die sich offensichtlich Manx. Der hat halt auch so Flossen, ne? Und so, da hat er diese Fiddle und spielt halt so geil. Hat einen super Sound. Und einer der lustigsten Menschen der Welt. Eventuell. Super. Ja, den habe ich gefragt, ob er Bock hat mitzuspielen. Und er war erst so ein bisschen irritiert, weil der halt, das ist so ein typischer Traditional Irish Music Player, also Trad Music heißt die ja, die ist so ein bisschen irisch-schottisch. Also, ne? Und ich habe gesagt, mach einfach mal. Ja, aber was soll ich denn spielen? Und das ist ja wahrscheinlich auch, weil es so eine ganz andere musikalische Welt ist. Wenn du dir jetzt sagst, spiel mal darüber ein Solo, dann weißt du wahrscheinlich gar nicht, was du machen musst. Nee, genau. Ich habe ihn gefragt, kannst du so ein bisschen die Melodie da spielen? Und dann gibt es da so einen Part und ich habe ihm das geschickt, aber kannst du darüber ein Solo spielen? Und er kennt aber also dieses Solo-Spielen, wie wir als so Jatz-Fuzzis, das kennen die nicht. Also, dass er jetzt irgendwas drüber spielt, das kennen die gar nicht. Das ist eher so wie bei Dixieland, was wir die ganze Zeit so miteinander rum. Nee, auch, das denkt man. Nee, das ist alles komplett festgelegt. Der denkt sich darüber was aus und hat gesagt, okay, ich überlege mir was. Und deswegen ist das ja auch vieles, was der gespielt hat, ist halt gedoppelt und gedreifacht und dann kommt noch eine Terz drauf und eine Quinte drunter oder so. Und das ist alles so komplett ausgecheckt. Also, die improvisieren nicht. Denkt immer so, ne? Wenn man die denkt man, die weil so locker, so, oh, die sitzen da. Ja, die kennen das Zeug. Und das ist auch mal, wenn wir auf Tour sind, das ist super, weil die Jungs dann irgendwie im Treppenhaus sitzen und dann ist der Adam Rhodes mit der Bouzouki da und dann ist noch der Callum, der spielt diese so eine Backpipe. Ne? Also und die spielen irres Zeug und das gruft und zwingt wie die Hölle. Das ist richtig toll. Ja, cool. Muss ich eins noch fragen, dass wir vorhin erzählt, dass du in deiner Jugend großer Larry Carlton-Fan warst. Mhm, unter anderem, nee, ja. Ja, unter anderem. Ne? Also Room 335 und so. Und hast das in der Band gespielt und so. Und dann Jahre später stehst du neben Larry Carlton auf der Bühne. Ja, das Wie kam das denn zustande? Wie fühlt man sich dann da beim ersten Mal? Also mir ist das ja zum Glück ein paar Mal in meiner Laufbahn passiert, dass ich mir irgendwann mit so Leuten auf Tour war, von denen ich früher so geträumt habe. Und bei Larry war es wirklich so, der hat mich halt, wie soll ich sagen, es gibt eventuell bis auf Abe Laboriel keinen Musiker, der mich mehr beeinflusst hat als Larry Carlton, also der mich mehr abgeholt hat. Wenn ich von AC/DC absehe, Angus Young vielleicht noch ein bisschen mehr. Nee, aber der hat mich so, das war so eine Erleuchtung, als ich diese Musik von ihm gehört habe und wie der Gitarre spielt und wie der Musik auffasst. Das ist wirklich schon richtig krass. Und als dann tatsächlich der Anruf kam und ich dachte, okay, ich war auch vorher schon mit Lee Ritenour und so unterwegs, war auch super, aber ich war aber nie ein Lee Ritenour-Fan. So, ne? Ich war immer eher so bei Larry, weil er so ein bisschen bluesiger ist. Und dann, das war schon, da war ich echt auch nervös so. Wie kam das? Die haben einen Anruf, irgendeine Agentur? Ja, woher das dann unterm Strich kam, weiß man ja dann nie so irgendwie. Also irgendeiner, den man kennt, ruft dann an und sagt, hör mal, könntest du so. Und dann weiß ich, dann haben wir in Amsterdam gespielt. Das war das erste Konzert in Amsterdam. North Sea Jazz Club war das, glaube ich. Und auch ohne Probe, ne? Also hin und dann wird dann da nachmittags zum Soundcheck wird das Zeug einmal durchgespielt, dann wird abends das Konzert gespielt. So.
Und Larry macht es einem aber auch echt leicht. Also der ist total entspannt und verbindlich und nett und sagt dann, ja, wir machen das schon irgendwie. Und dann spielst du halt das Konzert und nachdenkst du, ja, mit Larry, cool. Fühlt sich an, als wäre ich mit dem jetzt schon länger unterwegs. Mhm. So. Und da haben wir dann wirklich, also ich weiß jetzt nicht, wann ich das, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Konzert mit ihm gespielt habe. Vor 10 Jahren vielleicht oder so? Nee, muss noch länger her sein. Egal, so, ich bin unheimlich schlecht mit Jahreszahlen. So viel waren wir dann ja wirklich jahrelang immer wieder zusammen gespielt. Europa, Japan, Korea und alles mögliche, so, war richtig toll. Also ist, macht er das so, dass wenn er in den USA auf Tour ist, hat er seine amerikanische Band da? In der Regel ja. Aus logistischen Gründen. Aus logistischen Gründen, ja. Und wenn er das, den Kontinent verlässt, dann holt er sich hier die europäische Band. Die Europäer, genau, je nachdem, wohin er fliegt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, als wir dann in Asien unterwegs waren, da war die Band dann wieder gemischt. Also hatte er seinen Trommler, den Gene Coy dabei und den Jesse Milliner und mich. Da hat er dann auch schon mal gemischt. So. Ich sollte vor 2 Jahren sollte ich mit ihm auf Hawaii spielen. Es hat dann aber nicht geklappt, wegen das musste so ganz kurzfristig, und ich hätte so kurzfristig kein Visum gekriegt. Dann gescheitert, aber ja, mehr oder weniger war es aber dann so. Ja. Es war der Knaller. Das war echt super, Das dann mit dem live zu spielen, Stücke, die ich einfach da drauf. Möchte man sich da manchmal kneifen, wenn du dann auf die Seite guckst und dann steht der Chef da? Ja, nee, es ist eigentlich, das Verrückte ist ja, dass sich das in dem Augenblick total natürlich anfühlt und geil, weil der halt einfach geil Gitarre spielt und ich gebe mein Bestes und wir spielen zusammen. Das fühlt sich dann so an wie, yeah, komm, wir machen ein bisschen Musik. Und dann habe ich jetzt aber letztens zu Hause gesessen, hat mir wieder irgendein Kollege irgendein Video geschickt von irgendeinem Larry-Konzert irgendwo. So. Und dann ist das so ein Ausschnitt, wo ich mit Larry zusammen so, wir spielen so einen Blues und dann sehe ich das und dann denke ich, Alter, ist das geil. Und dann möchte ich mich eigentlich am liebsten kneifen. So. Ich denke, geil, du hast einfach mit dem gestanden und das gespielt. So, ne? Währenddessen merkt man das irgendwie nicht so. Aber guckst du dir die Sachen hinterher an? Normalerweise nicht. Nee. Dann ist Konzert ist durch und dann. Ich höre mir auch Platten nicht mehr an, die ich gemacht habe in der Regel. Also das ist dann vorbei. So. Das finde ich ja das Schöne bei Musik. Ne? Das ist ja eigentlich was Flüchtiges. Nächste, ne? Also man macht Platten klar, damit man das dann hinterher nochmal genau so hören kann. Aber ich höre mir das eigentlich dann nicht mehr an. Ey. Und Videos. Also es gibt ja auch unheimlich viele, die Gigs immer alle aufnehmen und hinterher anhören und analysieren und sowas. Okay. Ja, also, Das ist auch, ja. Das ist mehr froh, oder? Nee, das mag ich auch nicht so. Also, das dann auch vielleicht wenn so wir gespielt haben, ja, gute Aufnahmen, höre ich gerne mal rein und so. Ne? Und nochmal, war ganz okay, aber vorbei ist vorbei. Nee, genau. Also ich manchmal, wenn man auf Tour ist oder so und dann macht irgendeiner so ein Fass auf im Tourbus dann und sagt, guck mal, hier ist gerade einer geschickt von heute Abend. Dann hört man sich das mal an. So, ne? Aber das war es dann auch mehr oder weniger. Ja, ja sehr cool. Wollen wir nochmal was hören von Damian? Sehr gerne. Was war denn mit den Gästen, da wo du, wir hatten schon über Hanno Busch gesprochen. Simon Ausländer vielleicht. Das haben wir schon angedeutet. Ja. Spielt aber auch auf mehreren Stücken, ne? Genau. Also was ich ja ganz schön finde, es gibt ja so eine Titel Walking Dave heißt, das sind 2 Parts. Die sind aber nicht direkt hintereinander auf der Platte. Aber die könnte man eigentlich zusammen. Ah nee, oder Universal Declaration. Da gibt es auch noch eine ganz lustige Geschichte von meinem Sohn zu. Aber das warte ist mal. Doch das, was ich glaube, da spielt er aber kein Solo. Das wäre schade. Nee, Walking Dave ist besser. Walking Dave Part 1 oder 2? 1, 2. Guck mal. Den habe ich doch hier eben schon gehabt. Ja. Part 1, genau. Das ist Part 1. Ja, das ist auch cool. Danach können wir direkt noch Part 2 und der ist aber dort nämlich noch 1 Minute. We'll be right back.
da hat Simon so ein bisschen Gas gegeben. Da hört man auch, woher ich eigentlich komme, so ein bisschen mit Steve Morse und Larry Carlton und so. Das ist so mein, das ist meine Welt. Deine Welt. Ja, ja, meine Uhr, meine Gitarrenwelt sind ganz andere als die Basswelt. Ja, aber das hat man jetzt sicher auch gehört. Du bist ja da auf der Gitarre irgendwie schon auch gut unterwegs. Da ist ja schon noch irgendwie so ein Gitarrist irgendwie verloren gegangen, ne? Ja. Oder? Ja, ich habe ja auch, ein Gitarrist. Ja, ich habe ja auch viel Gitarre gespielt. Ich glaube, ich habe im Studio mehr Gitarre gespielt als Bass. Verrückt im Strich, das hat mich echt, das wusste ich nicht. Ja, also es war viel so, vor allem, ja, doch über Jahrzehnte eigentlich. Und da das Interessante ist, bei Gitarre ist das dann noch mehr so ein Funktionsjob, weil du dann unheimlich oft diese Sachen hast, dass die Leute kommen und sagen, das muss so ein bisschen klingen wie U2. Oder das soll so klingen wie so, ne? Und dann muss man da bei Gitarre noch ein bisschen mehr rumfummeln, das ist anders als bei Bass. Und dann bist du mit deinem Pedalboard irgendwie quasi. Ja, Pedalboards, und wir hatten auch teilweise früher ein Studio, ich weiß noch, früher in Düsseldorf unheimlich viel gespielt, in so zwei Studios. Hatten wir teilweise ein Marshall-Stack von mir fest installiert, in einem Raum stand und alles aufgerissen war. Den Raum konntest du nicht betreten. Da waren nur so zwei Mikrofone. Ja, ja, genau, da wurden zwei Mikrofone reingestellt und bevor man einen Ton gespielt hat, musste die Tür zugemacht werden. Das ist einfach so, also, da beulte sich auch die Tür so nach außen auf. Man, weißt du, ja, da habe ich tierisch viel Gitarre gespielt. Ich finde auch Gitarre ein tolles Instrument. Ich bin stinksauer, dass ich nie Klavier gelernt habe, weil ich glaube, das ist eigentlich schon geil. Ich habe heute noch oder was gestern zum Georg am Telefon gesagt, Keyboards, Klavier traue ich ihm auch zu. Auf jeden Fall. Ja, weil wir darüber gesprochen haben. Kannst du auch selber gespielt. Nein, so, kann ich nicht. Kann ich so Arranger-Piano kannst du doch. Ja, ich kann so ein paar Dinger drücken, irgendwie, klar, aber. Ich weiß, ich habe mich da. Du kannst jetzt nicht bei der Familienfeier hinsetzen, komm, ich spiele mal gerade. Nein, kann ich nicht. Also Seiteninstrumente, ja, easy, ja. Und so Schlagzeug und so fällt mir auch alles leicht, aber, oder zumindest so, dass ich das Gefühl habe, ich kann das spielen. Aber mit Keyboard habe ich mich auch nicht wirklich auseinandergesetzt. Und wer weiß, kann sein, dass ich es hätte spielen können, wenn ich es versucht hätte, aber. Ja. Hätte. Da schlummert noch etwas in dir. Schlummert noch was. Wäre Fahrradkette. Simon zieht dich warm an und rauskommt. Ja, der Simon, der sagt ja schon immer, wenn wir jetzt auf Tour sind, dann sagt er auch, das ist ganz, ganz fair, weil wir da, lege auch meine Platten dahin zu verkaufen, dann sagt er das an. Und er sagt auch immer, zum Glück würde ich ja keine Keyboards spielen. Ja, deswegen konnte er auch ein bisschen drauf spielen. So. Es war ja auch, das war nicht so geplant. Also es sollten eigentlich andere Leute auf der Platte spielen. So. Das war nicht so geplant, dass ich das mache. Ich wollte eigentlich wirklich nur zu Demo-Zwecken Schlagzeug spielen oder vielleicht ein, zwei Nummern. Das war dann der Corona-Effekt, oder? Ja, genau. Also es war dann so, dass man sich nicht treffen konnte und der Brian Fraser-Moore zum Beispiel, der sollte trommeln auf der Platte. Kennt ihr den? Wie heißt der? Brian Fraser-Moore. Das ist ein. Das ist wahrscheinlich der am besten beschäftigte Trommler der Welt. Echt? Der, ja, der spielt jetzt bei Pink und der spielt, hat Madonna und. Nur so ein Scheiß. Über Cosmo Klein natürlich. Weil Cosmo, der war mit. Achtung, Brian Fraser-Moore spielt auch schon seit Jahren Justin Timberlake. Ne? Mhm. Und die waren auf Europa-Tournee und der Cosmo hat gesagt, ey geil, die sind da, ich versuche irgendwie den Trommler zu kriegen. Die haben Off-Days in Berlin, machen wir mit dem, was im... Hat der Cosmo den mit Justin Timberlake? Nee, gar nichts, pass auf. Wir haben aber Wohnmobil-Session. Wir haben ja mit Cosmo öfter in so einem Wohnmobil aufgenommen. Und ich versuche, den irgendwie ranzukriegen. So. Und dann dachte schon, ey, Brian Fraser-Moore, Alter, das ist... Du siehst ja schon, weißt du, ich meine, der springt von Madonna zu Justin Timberlake, zu Pink oder Christina Aguilera, also nur so Champions dieses... League. Ja, also mehr geht nicht. Ich dachte, okay, ja, mach mal, Cosmo. Mach's dann schon. Good luck. Dann rief Cosmo und sagte, Alter, geil, der hat Bock und der hat Zeit. So, und ich dachte, what? Und dann haben wir uns in Berlin auf einem Mittelstreifen getroffen, mitten in der Stadt, irgendwo Alexanderplatz. Der war im Hotel, im Hyatt oder so. Und sechsspurige Straße in der Mitte, eine Baustelle, weil das Wohnmobil reingestellt. Und dann kam Brian aus dem Hotel zu dem Wohnmobil. So, hey, hi guys, I'm Brian. Yeah. Hi Brian. Und dann haben wir da aufgenommen und haben halt zusammen gespielt in dem Wohnmobil und wir saßen nebeneinander
Das war so geil, wir haben sofort ineinander verknallt. Wir haben so gespielt und dann brach er ab. Gibt es ein Video von, das hat Cosmo irgendwann mal gepostet. Guckt mich so an, sagt, Alter, du hast richtig Soul in deinem, in your body. Und ich so, danke. So, und dann waren wir so in Kontakt und er hatte tot voll Bock auf der Platte zu spielen, hat er auch gesagt, ja. Und ich habe gedacht, ich frage ihn halt einfach. Ne? Ich weiß, ich kann ihn nicht bezahlen. Also der kriegt wahrscheinlich für einen Probetag mit Madonna oder mit Pink kriegt er mehr als ich für eine ganze Tour oder so. Das weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, ey, ist egal. Klaus, kümmere dich da mal nicht drum. Ne? Schick einfach, ich spiele, was ich spielen kann und gib's mir, was du mir geben kannst oder willst. So. Egal. Das ist ja auch immer schön, ne? Wenn man jemanden, den man bewundert, dann trifft. Und der ist zum Glück keine Arschlöcher. Das sind aber diese Typen, sind selten Arschlöcher. Das habe ich eigentlich wirklich fast noch nie erlebt. Das sind auch bei so ganz großen wie Lionel Richies oder so, das sind eigentlich alles entspannte Dudes. Das ist geil. Bei den Deutschen ist es manchmal anders, aber so die ganz großen Dudes aus England und Amerika sind eigentlich ganz oft ganz entspannte Kollegen des Management, sind es dann meistens pain in the ass, aber naja, auf jeden Fall, Brian sollte trommeln und dann habe ich ihm auch zwei, drei Sachen geschickt und dann sagte er, nee, Alter, das ist geil getrommelt, lass mal, das ist gut so. Ja, komm, du hast nur keinen Bock, du hast keine Zeit. Sagt er, nee, mach das, das ist geil. Und ich dachte, okay, ich schicke dir dann die nächste Nummer. Und dann hat es sich irgendwie so ergeben, dass ich dann noch so ein bisschen Selbstbewusstsein wieder erlangt habe. Ich in der Zeit auch wieder Schlagzeug geübt, das habe ich natürlich lange nicht mehr gemacht. Und dachte, ach komm. Jetzt dann. Ist schon auch geil. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich traue mich das jetzt einfach und mache das so. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich dann so mehrere Sachen gemacht habe. Das wird bei der zweiten Platte und bei der dritten Platte definitiv anders. Also ich werde bestimmt auch von Anfang an anders geplant. Oder? Ja, genau. Ich werde da auf jeden Fall auch zwei, drei Nummern trommeln bei der zweiten Platte, bei der dritten auf gar keinen Fall irgendwas. Aber da werden dann auch andere Leute eben, also auch Brian wird da trommeln und Moritz wird ein Stückchen trommeln, Hendrik wird ein Stück trommeln, auf jeden Fall. Super, bist du da schon dran an der zweiten Platte? Nur im Kopf. Nur im Kopf. Da gibt es auch noch einen Zeitplan. Hast du so ein Ziel? Ja. Ich muss jetzt, also es hat ja alles so ein bisschen verzögert mit der Scheibe, weil durch die Pandemie es sind ja auch andere Sachen, die sich verzögert haben. Und dann zum Beispiel gab es die Vinylpressung, als ich in Köln gespielt habe, war ja die Vinyl noch nicht fertig. Da wartet man ja momentan ein Jahr drauf, ne, auf eine Vinyl. Und Weil so viele. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Maschinen. Und das sind alles in der Regel alte Maschinen aus den 70ern und sowas. Und die sind halt belegt. Von den ganzen Majors, die jetzt festgestellt haben, auch geil. Kannst du richtig Schrott damit machen. Jetzt machen wir mal für Adele, blockieren wir erstmal für 3 Monate alle Presswerke in Europa. Das sind ja 10 Millionen Exemplare. So, dann, ja klar, wenn dann die Sony oder Universal da anrufen und sagt, pass auf, ihr. Presst jetzt das und das und wir zahlen euch das Dreifache, dann machen die das natürlich. Ja. Ja, klar. Jetzt habe ich insofern noch Glück, als dass unsere Leopard, also die Record Company, die auch Simons Record Company ist, wir haben großes Glück, weil der sich halt wirklich kümmert und der kauft Slots bei den Presswerken und so, dass das überhaupt geht. Ne? Deswegen hat sich das so verzögert und jetzt muss ich mit der Platte ja auch erstmal was machen. Also die ist jetzt im November rausgekommen und ich muss jetzt dieses Jahr erstmal auf Tour gehen damit und so. Ja, und dann danach ist der Kopf dann wieder frei. Und danach, der Kopf, der ist jetzt schon wieder frei. Aber ich muss mit der Platte erstmal was machen. Also ich muss die auch unter die Leute bringen und so. Und ich fange aber jetzt schon an mit der zweiten Platte. Also denk mal, jetzt habe ich ein neues Schlagzeug gekauft. Ja, stimmt. Habt ihr jetzt nicht gut bekommen, dann haben wir eben drüber gesprochen. Ja, ich bin vorgestern mit meinem, Kumpel Hendrik Smog, morgens um 9 nach Amsterdam gefahren und habe ein altes Yamaha Recording Custom Set abgeholt, was ich immer haben wollte und was ich da jetzt für 275 Euro in Amsterdam gekauft habe. Und jetzt muss ich erstmal neue Fälle drauf machen und so weiter. Aber bist du so ein Instrumentensammler? Null. Gar nicht. Ich habe ein Schlagzeug zu Hause, das werde ich jetzt auch direkt wieder verkaufen, wenn ich das neu habe. Ich habe ein paar Gitarren, die ich aber... Ich benutze 2 oder 3 Gitarren eigentlich regelmäßig und sonst habe ich auch kaum Instrumente. Also ich habe Bässe? Ich habe viele Yamaha-Bässe im Keller stehen in irgendwelchen Koffern, die ich aber da habe,
weil ich sie nicht zurückgegeben musste. So, ne? Also die sind jetzt da. Ich habe jetzt auch letztens mit Yamaha gesprochen, habe gesagt, was machen wir damit? Ich kann die spenden teilweise, ich kann die auch teilweise in Yamaha zurückschicken oder ich werde die nicht verkaufen oder so. Aber nö, es interessiert mich gar nicht so besonders. Also ich habe jetzt auch, ich habe keinen einzigen alten Fender Bass oder so. Bass oder sowas, ne? Nee, ich bin zum Glück nicht so ein Sammler. Und diese auf Yamaha bist du aber jetzt nicht irgendwie nur durch das Endorsement gekommen, sondern auch so schon irgendwie, oder? Nee, ich war schon, das war der, was ich vorhin erzählte, der erste Bass, den ich mir gekauft habe, das war ja so ein BB 5000. Der Seriennummer 35, das heißt, es war so wirklich einer der ersten. Dann war wieder die 35. Was hat man? Ach, mit der 35. Hey, da bin ich doch gar nicht drauf gekommen. Siehst du? Da war er richtig auf. Schließt Goldkreis. Alter. It's magic, ja. Stimmt. Also, den habe ich mir damals gekauft, weil damals hat Nathan East mit Azure Row gespielt, mit einem Fünfseiter. So, ne? Und das war so der erste, den ich so richtig wahrgenommen habe, tief. Und ich dachte immer, wenn ich schon Bass spiele, ist dann tiefer natürlich auch geiler. So. Mhm. Und da bin ich bis heute bei geblieben, ich schwöre drauf. Und das war dann, ich fand die Yamaha-Bässe schon toll, immer. Und die haben mir dann relativ, ich bin jetzt seit, bin ja auch schon sehr alt, überlegen, 33, seit 25 Jahren Yamaha-Endorser, glaube ich, so circa. Wow. Wow. Ja. Das ist so eine schöne Zusammenarbeit. Das ist eine super Zusammenarbeit. Ja. Yamaha sind die immer noch der größte Musikinstrumentenhersteller der Welt. Ja, ne? Der Welt, das waren sie lange. Sind sie immer noch, ne? Ja. Also, soweit ich weiß. Und ja, weil die bauen ja alle Arten von Instrumenten. Ne? Die meisten, also Roland baut hauptsächlich elektronische Keyboards und das weiß ich, Studio-Equipment. Und andere bauen nur Gitarren, wie Fender, Gibson oder so. Und dann Yamaha macht ja alles. Und die machen Gitarren, alles. Alles gut, ja. Zeug, ne? Alles gut. Und die haben auch richtig, und das ist, das wird dann hier oft, in Deutschland wird ja oft so gesagt, oh, ja, aber es muss ja, das ist doch alles, das ist doch so. Ach, Japan-Kram, ne? Nee, nix. Ja. Die stecken da ein Herzblut rein, Leute. Das sind Leute, die lieben ihre Instrumente. Mhm. Und das ist totaler Quatsch. Gestern habe ich einen Bericht gesehen, so eine Reportage über Yamaha, diese Factory, die Flügel herstellt. Irre. Das ist so eine Mischung halt, so klar, so aus industrieller Produktion. Naja, die verkaufen die auf der ganzen Welt. Aber genau wie du sagst, aber die haben da richtig Passion. Ne? Die haben ja auch schon ein Renommee tatsächlich, die Yamaha-Flügel. Ne? Und das ist eigentlich bei allen Instrumenten so. Das ist nur, also lustigerweise in so einem besonders, wie nennt man das? Es gibt ja so einen Gitarrenmarkt, so Gitarren, ne? Also das habe ich gerade, Instrumentenmarkt, also Gitarren zum Beispiel. Gitarristen, die wollen halt möglichst irgendwie Vintage haben. So, das ist halt Yamaha nicht. Mhm. Obwohl es natürlich mittlerweile sehr viele geile alte Yamaha-Gitarren gibt, die auch hoch gehandelt werden tatsächlich. Ich bin dabei geblieben. Ich fand, das sind immer geile Instrumente gewesen. Gitarren, die Bässe, vor allen Dingen die Bässe. Und es ist auch immer wieder so tatsächlich, dass viele, viele Leute mich anschreiben und sagen, Alter, wie machst du das mit deinem Sound irgendwie? Was hast du da irgendwie geschraubt? Ich dachte, nix. Ich habe den Yamaha Bass, genau den kannst du kaufen im Laden. Da ist kein anderer Pickup drin, nix. Ich spiele einfach mit diesem Instrument. Klar liegt natürlich auch viel, so den Koch fragt ja auch keiner und sagt, Essen war lecker, hast aber geile Töpfe, oder? So, ne? Aber dennoch ist es natürlich, du brauchst ein gutes Werkzeug. Ja. So, und das ist das. Das muss zu dir passen. Ne? Und wenn du das dann gefunden hast, dann kannst du auch deinen Sound kreieren. Ne? Und das ist ein super Instrument, das ist echt eine tolle Company. Die hat mir sehr viel geholfen im Laufe der Jahrzehnte. Ich habe viel für die machen dürfen und so. Und ich habe immer, wenn ich irgendwas brauchte, habe ich das von denen schnell bekommen und so. Ist ganz toll. Ja. Ich weiß noch, als kleiner Junge immer vor den Yamaha-Motorrädern stand. Und dann habe ich diese, da dachte ich immer, die Stimmgabel. Das wären Ys, ne? Ich habe das auch nicht gecheckt. Ja, bis mir irgendeiner dachte, das ist ein Stimmgabel. Ich sage, wieso das denn? Das ist ein Geil-Klingen. Ja, ich habe das aber erst gecheckt, als ich Mitte 20 war. Oder ich so. Das auch relativ spät. Erst, als ich erst mal so, ja, als ich angefangen habe, Bands zu spielen, habe ich die Musikinstrumenten auseinandergesetzt. Ne? Für mich war ja einer der Highlights meiner kompletten Karriere. Ich bin ja so motorradaffin, ne? Und ich bin ja auch viel so Motorrad auf Rennstrecken und Motorradrennen und so unterwegs gewesen. Und für mich war es Motorrad. Selber als Rennfahrer? Ja, ja, ja. Und für mich ist Motorrad-Rennsport ist so die, oder war für mich jahrzehntelang so das eigentliche, wirkliche, wie soll ich sagen, meine Herzensangelegenheit. So, ne?
Und ich bin ja, immer lange am Tod. Limit. Ja, ich habe mir da auch einiges gebraucht. Warst du mal vor ein paar Jahren Das war tatsächlich mein erster Unfall auf der Straße. So, auf der Rennstrecke hatte ich einige und da habe ich mir noch ein paar Sachen gebrochen. Nichts Dramatisches, aber oder wie ich finde, nichts Dramatisches. Also mal Steißbein öfter, ein paar Rippen und mal Sehne abgerissen und so. Aber es ging alles. Ja, aber es geht echt schlimmer. Aber da gehst du als Musiker, hast du ja sofort dann Panik, oder wenn du dir irgendwie den Fingern tust oder so? Ja, hätte ich da mehr drüber nachgedacht, wahrscheinlich. So. Aber irgendwie, ja. Hätte man vielleicht, ja. War ich immer so ein bisschen leichtsinnig diesbezüglich. Und ich war immer riesen Valentino Rossi-Fan. Valentino Rossi ist so der Michael Schumacher des Motorradsports. Der ist neunfacher Weltmeister. Mhm. Italiener, super lustiger Typ. Und ich bin halt riesen Valentino Rossi-Fan. Und den Bass, den ich jetzt spiele von Yamaha, BBP35, ist für mich der beste Bass, den die gebaut haben. Das ist ein einfacher, ganz einfacher Bass. JP, also Jazz Bass, mhm. Precision. Mhm. Ganz einfaches Teil und die haben den Prototyp handgebaut und ich sollte den dann für die Weltpresse Europa vorstellen, in Mailand, für Yamaha. Die haben mich gefragt, kannst du machen? Und ich sage, klar. Und da war noch Chris Mindoki war dabei und wie heißt er nochmal, Mr. Big? Billy Sheen, so. Den habe ich aber gar nicht gesehen, aber Chris und Loki waren wir relativ viel unterwegs da und so. Und dann sind wir nach Mailand, Achtung, in die MotoGP-Zentrale von Yamaha eingeladen worden. MotoGP ist die Formel 1 des Motorrads. Ne? Und da wurde das dann veranstaltet, dieses Event. Und ich... Mittendrin. Pass auf, mittendrin. Und ich, Valentino Rossi war Werksfahrer für Yamaha. Und ich habe den Backstage und ich habe die Garderobe gekriegt von Valentino Rossi. Ich habe nicht darum gebeten, oder es war einfach so. Zufall. Ja, und dann ist das Valentinos Kühlschrank, der da steht. Da hängen Valentinos Rennkombis, also die Lederkombis und so. Das kann alles nicht wahr sein, Leute. Kneif mich mal. Und da war ich so, kneif mich mal. Da war ich so völlig aufgeregt. Und dann sollte ich das Video drehen. Das gibt es auch noch im Netz. Bass kaputt. So, das war dieser Prototyp. Ah, nee, der Prototyp ist gar nicht angekommen. So, der ist in Barcelona hängen geblieben. Und dann war aber das Topmodell, da war irgendwie ein Pickup-Käbelchen ab. Das waren alles noch so Vorserienmodelle. Ja, und jetzt, ja, wissen wir auch nicht. Dann bin ich rumgegangen, habe mir dann einen genommen. So ein Füllseiter sah so aus. Und dachte, ja, okay, komm, mache ich das mit dem halt. Und dann habe ich das Video gedreht auf der Vorjahres-Weltmeistermaschine von Valentino Rossi. Sitzend. Ja. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Kann doch alles gar nicht sein. Das. Und jetzt mache ich kurz Werbung für Yamaha. Ich habe dann das Video aufgenommen, habe damit auch die Vorstellung gemacht vor den Leuten, die da alle saßen. Die Pressetypen und so. Und dann habe ich hinterher gefragt, was war das jetzt für ein Bass, den ich da jetzt gespielt habe? Und sagte, ja, das war der billigste. Es war ein Fünfseiter für 400 Euro von Yamaha. Dem habe ich das gemacht. Das war ein super Teil. Einfach so von der Stange. Ja, nee. Ja, der Preis ist es nicht. Und dann lief ein sehr kleiner Mann an mir vorbei. Und ich dachte, so Leute, das ist Lynn Jarvis. Ich habe alle, die um mich herum... Chris Mindoki, der Chef von Yamaha, Japan und so. Sorry, Leute, ich kann gerade nicht. Hinter dem her gerade. Und zwar ist das der Motorsport-Teammanager von Valentino Rossi gewesen. Und der ist halt in Motorrad-Rennfahrerkreisen, ist der Typ eine Legende. Der geht mir bis hier, ein kleiner Engländer. Ich bin hinter dem hergerannt und habe gesagt, Entschuldigung, sind Sie Lynn Jarvis? Und sagt, ja, bin ich. Ach, wir müssen ein Foto machen und so. Einzige Fanfoto meines Lebens. Wie geil. Ja. Und er meinte auch, was machst du hier? Und da habe ich ihm das erklärt und sagte, bist du sowas für Yamaha wie Valentino Rossi für uns? Ja. So, okay. Nicht ganz. Lass ich stehen. Also können wir so stehen lassen. Können wir so stehen lassen. Von der Funktion her, ja. Da sagte er, ja, aber ich bin auch gleich, ich sitze auch gleich im Publikum. Der saß dann in der ersten Reihe vor mir und ich sagte, oh. Ja. Das war mein Highlight. Das ist aber ja, eine lustige Geschichte. Oder? Was für ein komischer Zufall. Also Zufall tut ja nur die Kellertür, hat meine Oma immer gesagt. Aber das war so ein bisschen... Aber wo du gerade die anderen Bassisten sagst, gab es denn außer Angus Young
Ja. Und Larry Carlton, jetzt auch so, gab es aus dieser, als du dann anfängst, Bass zu spielen, da so Einflüsse, wo du gesagt hast, da ist so einer, der hat mich da irgendwie angeknipst? Ja, oder? Es waren eigentlich drei Leute. Also es waren Abe Laborel in erster Linie und Verdeen White von Earth and Fire, mhm. Für mich einer der allergrößten. Mhm. Bisschen, unterschätzt würde ich nicht sagen, aber der taucht bei so wenig Leuten als Vorbild auf. Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel gar nicht so ein Marcus Miller-Fan oder so. Das hat mich nie so interessiert. Also Abe Laborel in erster Linie, Verdeen White und Ray Brown, Kontrabassist. Mhm. Ne? Die drei haben mich so richtig gekickt, glaube ich. Da habe ich viel, von denen habe ich viel gelernt. Also bei denen geht es auch richtig viel um Rhythmus. Ja. Und ich habe auch Abe Laborel habe ich dann auch mal kennengelernt. Und das ist total schön. Also ein unglaublich lieber Kollege. Und ein guter Freund von Don Grusin übrigens, mit dem ich ja dann auch so öfter mal hin und her geschrieben und so. Das sind so meine Heroes. Sind wir hier so zu Koinonia-Zeiten, da haben die ja so eine Kirchentagsband, ne? Mhm. Die immer auf so Kirchentagen und so gespielt. Da gibt es ja auch relativ wenig. Das kann ich, also die, ich glaube, es gibt ein oder zwei Platten. Von Koinonia weiß ich gar nicht, wie viele Platten es da gibt. Das gibt schon sehr rares Zeug, irgendwie kriegt man kaum noch. Ne? Ich habe mir den auf Live reingezogen. Aber wenn du das anhörst, was die da veranstaltet haben, das war der Killer. Ja, der groovt vor allen Dingen wie Sau. Also es gibt so eine alte El Giro-Platte, das ist die Look to the Rainbow, heißt die, glaube ich. Da ist er mit so einem roten Rollkragenpulli von, das ist eine Live-Platte. Und da spielen die mit Vibraphon und so, und da spielt Abe Laborel Bass, das ist, die höre ich bis heute immer wieder, ja. Das ist Wahnsinn, wie der Typ da gespielt hat, oder wie der auch immer noch spielt. Ja. Der ja sehr krank war, der dem ist aber, und das ist dann auch so eine lustige Paralleldings, weil das ist mein Hero, da hat mich Don Grusin angerufen und hat gesagt, pass auf, wir haben eine Japan-Tournee und der Abe, der ist krank. Könntest du eventuell spielen? Ich gesagt, klar, kann ich machen, aber ich hoffe natürlich, dass es dem wieder gut geht. Mhm. Und dann hatte der Blutkrebs, dann brauchte der eine Knochenmarkspende und so, eine ganz seltene Art von Blutkrebs, den nur Schwarze kriegen. Mhm. Und das ist total bescheuert. Das heißt, der brauchte eine ganz spezielle Knochenmarkspende sowieso nochmal. Damit das dann auch passt. Ja. Damit das passt. Und das ist total kompliziert gewesen. Aber die hat er gefunden und dem ging es wieder gut. Und er konnte die Tour spielen. Ich habe mich noch nie so gefreut, dass mir eine Tour abgesagt wurde. Das ist für ein großes Glück. Ne? Wie oft werden wir nicht gefunden? Ne? Ja. Und dem geht es wieder gut und er ist sehr spielt und alles ist gut. Ja. Und der Sohn spielt auch bei Larry, ne? Der Sohn von Larry spielt bei Larry. Der Sohn, oder war das? Das ist der Travis Carlton. Der spielt Bass, sehr gut Bass. Der spielt immer mit Larry, wenn sie richtig so ist. April Worrell Jr. spielt bei Paul McCartney. Mittlerweile. Genau. Und der war doch das irgendwie, der irgendwie dein Hi-Hat aus zwei Crashbecken gemacht hat. Genau. Sowas, ne? Irgendwie so völlig Trommler. Die habe ich das letzte Mal dann auch tatsächlich, also als die waren ja auch zusammen auf Tour mit Koinonia. Da haben die in Köln im Luxor gespielt, da habe ich mit ihnen noch angeguckt. War so geil. Ja, mir sehr gefallen. So viel Musik. Ja, eine Platte, ein Mann, 1000 Geschichten. Und? Die Platte wollten wir noch verlosen. Wir wollten was verlosen, genau. Wenn einer Bock hat, überhaupt du, da werden ein Los zu kaufen. Ich hoffe, dass du jetzt deine Sales hier ab morgen in die Höhe schnellen. Oder? Ja, ich gehe fest davon aus. Also die spende ich gerne, wenn ihr eine habt. Wenn man das haben will, wenn jetzt die Leute zugucken und sagen, ey, ich brauche das als Video oder als CD auf deiner Homepage. Oder? Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn die Leute eine CD oder eine Vinyl kaufen und nicht zu Spotify gehen. Wenn schon streamen, dann zu Tinder zum Beispiel oder notfalls Apple Music, weil wir Künstler davon dann wenigstens... Nee, hab ich Tinder gesagt? Wir müssen schneiden. Weißt du was? Pass auf, da gehört eine sehr lustige Geschichte zu. Ich nämlich gerade noch einen Post gelesen habe von Erkan Özdemir, dem geilsten Tourmanager, der war gerade mit uns unterwegs. Und der hat öffentlich beim Facebook hat er geschrieben, hey Erkan, und er hat geschrieben, hey, so und so viel, irgendwie, ich vermisse dich, wie du immer in deinem Tinder-App reden tätigst. So, da habe ich gerade kurz bevor ich hier aufgestiegen bin, noch drüber gedacht. Was ich meinte, ist natürlich Tidal.
Ach so. Also Tidal und Apple Music, da kriegen wir was von. Mhm. Ansonsten kann man die natürlich zum Beispiel bei JPC kaufen, also JPC. Da kriegt man die Vinyl und man kriegt, Paket, man kriegt sie eigentlich überall. Man kann sie auch bei Saturn bestellen oder so. Aber JPC ist ein guter Laden, der ist gut sortiert. Da kann man die raten, da kann man die kaufen, die Vinyl und die CD. Man kann die auch bei Amazon kaufen, eigentlich überall. Ich würde sagen, wir machen da noch ein besonderes Exemplar drauf, mit deiner, draus mit deiner Unterschrift. Total gerne, Und die Vinylplatte, die wird... Ja, und wie machen wir das denn? Müssen wir eine Quizfrage stellen oder was? Oder geht das einfach so was ausgelost? Hast du eine Quizfrage? Ob ich eine Quizfrage habe? Für über dich? Was wohl, ja, was man, ja, weil da, könnte man jetzt, da kann man jetzt überprüfen, ob ihr überhaupt den, ob ihr das ob überhaupt von Anfang an aufgepasst habt. Wie heißt der Motorradfan, der Motorradfahrer, dessen Fan ich bin? Ja. Sehr gute Frage. Den kennen nämlich auch viele Nicht-Musiker. Also, wie heißt der? Ja, also, wir blenden das ein, schreibt ihr eine E-Mail. Mhm. Dann könnt ihr diese wunderbare Platte gewinnen, die der Klaus hier. Da sieht man auch, wie das Cover eigentlich gedacht war, nämlich für Gatefold, aber es ist ja keine Doppel-CD gewesen. Nämlich so ein ganz breites Foto ist das. Und dann nochmal ein breites Foto. Sehr schön. So, das Foto hat die Lena Semmelrogge gemacht, die beste Fotografin Deutschlands, wie ich finde. Nicht den Bild, unterschreiben die Klassik. Jetzt. Das habe ich jetzt nur getestet, ob der Stift geht. Da schreibe ich aber jetzt nur mein Nämchen drauf. Ne? Da schreibe ich für euch was drauf. Ja, sehr gerne. Ja, also für den Gewinner. Hm? Also ja, aber ist das verhunzt sich damit die Platte nicht? Nein, schreib deinen Namen drauf, das ist klar. Das ist super, alles klar. Das ist super, weil wird dann nachher eingerahmt irgendwo. Ja, sehr gut. Bei meinem Vater direkt drauf machen können, so als Platten. Als Was mich daran erinnert, kennt ihr Felix Lehrmann? Der Schlagzeuger. Schlagzeuger, eine sehr lustige Geschichte. Der wollte auf seine erste Platte einen Echthaarschneuzer machen, kleben lassen, auf jeder einzelnen Platte. Hat die Plattenfirma abgelehnt. Eventuell mit Recht. Auf diese Jazzrock-Platte aus dem letzten Jahr? Die die wird jetzt auch schon wieder 6-7 Jahre alt sein oder sowas. Wir hatten dieses Fusion-Album da vorgestellt. Super, Rotzbremse auf die Platte. Lustig, oder? Das ist so typisch Felix Lehrmann. Ich liebe ihn. Nicht nur für sein Schlagzeugspiel, auch für diese Ideen. Ja. Zu der Platte gibt es noch eine andere lustige Geschichte, die kann ich aber hier nicht erzählen. Das ist nicht für öffentliche. Also, schreibt uns per E-Mail an die übliche Adresse. Beantwortet die Quizfrage von Klaus, von welchem Motorradrennfahrer war Klaus ein besonders großer Fan? Habe ich es jetzt rausgebracht? Ich glaube schon. Und wenn ihr Musik hört, dann bitte über Tinder. Musik? Haben wir jetzt alle Informationen vorgebracht? Ich glaube. Wenn ihr Klaus persönlich treffen wollt, dann nicht über Tinder, sondern über Apple Music. Ja, Tidal bitte. Jetzt schreibe ich hier noch drauf für die Geilsten. Für die Geilsten, genau. Und wir sehen dich dann wieder Platte Nummer 2, ne, spätestens. Aber wir sehen uns auf jeden Fall vorher irgendwann. Also hier komme ich gern mit der zweiten Platte hin, klar, total gerne. Jetzt nächste Woche bin ich erstmal mit der Föderation of the Groove unterwegs. Ja, genau. Auch eine sehr gute Platte haben wir hier vorgestellt. Also kann man hier auch nochmal empfehlen. Also das ist tierisches Ding. Danke. Also das haben wir ja hier auch. Genau, wir blenden es nochmal ein. Blenden wir es nochmal ein. Aber das war letztes Jahr, ne? Richtig? Das war, ich glaube, ja. Klaus ist nicht so stark mit Jahreszahlen. Nee, habe ich schon mal gesagt. Aber ich glaube, war das letztes Jahr? Die ist auf jeden Fall letztes Jahr rausgekommen. Ja, ja. Also komme ich wieder. Super, so machen wir das. Auf jeden Fall. So, dann war es das für heute. Du hast noch ein bisschen was zu tun. Mhm. Und wir hören noch ein bisschen rein, was von der Platte. Hast du noch einen Vorschlag? Ja, ich würde jetzt sagen. Zum Ausklang. Muss das was Ruhiges sein? Nein. Dann Universal Declaration. Universal Declaration. Kurze Geschichte dazu. Ich habe zu Hause auf dem Sofa gesessen und habe so ein bisschen rumgefummelt auf der Gitarre. Und dann kam mein jüngster Sohn an, von meinen drei Söhnen der Jüngste, und sagte: Ey, geil! Geil, Papa, spiel nochmal. Ich habe nochmal gespielt. Ah, super! Nochmal. Und dann hat er gesagt: Das muss auf die Platte. Und ich dachte: Alter, das reicht nicht für eine Nummer. Das ist hier. Da.
Ja, das ist aber super, das muss auf die Platte. Und ich, Aaron, nee. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, egal. Aaron, nee, geht, das reicht nicht. Sagt er, ich habe aber, wenn ich das gut finde, möchte ich aber, dass es auf der Platte ist. Ich habe als dein Sohn ein Recht darauf, dass das Lied auf ihm. Er hat das, die Nummer auch schon annektiert und war also quasi der festen Überzeugung, dass das seine Nummer ist. Die muss jetzt auf die Platte. Ja. So, und das war eine Diskussion, die entbrannte dann. Und ich dachte, was du für Rechte hast, was glaubst du denn eigentlich? Und so, dann haben wir, das endete dann tatsächlich in der Diskussion über die allgemeinen Menschenrechte. Und das ist ja die Universal Declaration. Ja. Genau. Und dann ist die Nummer tatsächlich auf die Platte gekommen. Aber ich habe natürlich noch einiges dazu gemacht. Irgendwie die endet komplett anders, als sie angefangen hat. Und das ist die Story dazu. Deswegen heißt die Nummer so. Sie heißt. Sehr gut. Viel Spaß mit der Nummer. Ihr beantwortet die Frage, kauft die Platte bei Kinder, JPC, PC und sonstiges. Überall, wo es gute Platten gibt. Ja. Überall, wo es Platten gibt, ja. Mhm. Genau. Und oder bei Konzerten übrigens. Natürlich. Wir verkaufen die natürlich auch bei Konzerten. Links findet ihr wie immer bei uns auf der Homepage. Und dir vielen Dank. Danke euch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und war ein sehr netter Abend. Viel Spaß beim Einkaufen. Tschüss. Ciao. Das ist sehr gut. So.